Der Wagner-Kosmos ist ein Festivalformat mit angeschlossenem Symposion, das die Oper Dortmund jede Spielzeit im Mai in zeitlicher Nähe zu Richard Wagners Geburtstag veranstaltet. Bei diesem Festival kann man drei Ebenen unterscheiden. Das Fundament bilden Werke Richard Wagners. Im Zentrum steht eine Neuinszenierung der Ringtetralogie, die wir mit Peter Konvitschny als Regisseur und internationalen Sängern realisieren. So schnell ich, was ich verbrach, dass mein Verbrechen so schnell ich du bestraft. Das Besondere an dem Wagner-Kosmos ist jedoch, dass wir Richard Wagners Werk in einen systematischen historischen Kontext stellen, zu wichtigen Vorläufern, Zeitgenossen und Antipoden und dafür in erster Linie Werke ausgewählt haben, die entweder schon lange nicht mehr oder zum Teil sogar noch nie in Deutschland aufgeführt wurden. Und in der Regel ist es so, dass wir eine Wagner-Oper mit zwei Nicht-Wagner-Opern aus diesem Wagner-Kontext verbinden. Das bedeutet es, um konkret zu sein, wir beginnen die neue Ringtetralogie mit einer Neuinszenierung von Die Walküre und verbinden diese Oper mit der deutschen Erstaufführung von Frédégonde und der Erstaufführung der dritten Fassung in französischer Sprache von Fernand Cortés ou la conquête de Mexique, also Fernand Cortés oder die Eroberung von Mexiko. Fernand Cortés ist eine Oper von Gaspare Spontini, der von 1820 bis 1841 die Berliner Hofoper leitete und zu der damaligen Zeit ein zunächst deutlich prominenterer Komponist als Richard Wagner war. Frédégonde ist eine Oper, die gemeinschaftlich komponiert wurde von Ernest Giraud und Camille Saint-Saëns, dessen 100. Todestag wir in dieser Spielzeit gedenken. Die dritte Ebene ist dann das Symposion, also eine Reihe von Vorträgen und Diskussionen, wo hochkarätige Wissenschaftler und Journalisten über Richard Wagner sprechen. Einen Namen möchte ich hier hervorheben, Alex Ross, der den Weltbestseller Die Welt nach Wagner geschrieben hat und der erstmals seit Erscheinen dieses Buches in Deutschland einen Auftritt hat, und zwar bei uns hier in Dortmund im Opernhaus. Den Wagner-Kosmos sollte man sich auf gar keinen Fall entgehen lassen, weil diese Fülle von Richard Wagner und seiner Zeit und Komponisten aus der damaligen Zeit, das erleben Sie tatsächlich nur hier in Dortmund im Opernhaus. Das erleben Sie nicht mal bei den Barotter Festspielen.